Hallo, Dino. Es ist an der Zeit, das Dino-Rad zu drehen, um zu sehen, was wir heute tun werden. Mal schauen. Oh, wir werden verschiedene Formen lernen. Und wir werden das tun, während wir malen. Das hört sich toll an. Und wir werden auf der großen Wiese sein. Auf geht's, Dino. Hallo, Dino und Dina. Wow, werdet ihr malen? Ich habe eine Idee. Warum malt ihr nicht etwas? Wir werden raten, was es ist und lernen dann die Form. Alles klar. Dino, fängst du an? Dina, weißt du, was das ist? Das ist richtig. Das ist ein Ball. Weißt du, was für eine Form er hat? Gut gemacht, Dina. Es ist ein Kreis. Du bist an der Reihe, etwas zu malen. Recht hast du. Sie hat einen Kasten gemalt. Weißt du, welche Form er hat? Ihr zwei macht das richtig toll. Natürlich ist das ein Quadrat. Dino, mal noch einmal etwas. Das ist schwierig. Dina, fällt dir was ein? Du hast schon wieder recht, Dina. Das ist der untere Teil eines Hauses. Der Teil unter dem Dach. Dina, du bist dran. Ich denke, das hat etwas mit dem Haus zu tun, das du gemalt hast. Du hast recht. Das ist das Dach vom Haus. Das war ganz schön schwer. Und welchen Namen hat die Form? Okay, ich gebe euch einen Hinweis. Wie viele Ecken hat sie? 1, 2, 3. Sie hat 3 Ecken. Also, wie wird sie wohl genannt? Eine Dreiecke? Also, ihr seid fast richtig. Sie heißt Dreieck. Lasst uns noch eine malen. Dino? Ich frage mich, was das wohl sein soll. Nein, Dino. Ich glaube, uns fällt nichts ein. Was ist es? Du hast eine Ellipse gemalt? Das ist aber sehr kreativ von dir, Dino. Und rate mal, das ist genau der Name der Form. Ich glaube, wir haben jetzt keine Zeit mehr. Schauen wir uns die verschiedenen Formen nochmal an. Als erstes hatten wir einen Ball, der geformt war wie ein Kreis. Dann kam der Kasten, der geformt war wie ein Quadrat. Die Form war schwer. Der untere Teil des Hauses ist ein Rechteck. Und das Dach des Hauses ist ein Dreieck. Und zum Schluss hatten wir eine Ellipse. Die sieht fast aus wie ein Ei, nicht wahr? Ihr habt das richtig toll gemacht heute. Lasst uns noch mehr Spaß haben. Wie wär's mit Fangen spielen? Das ist großartig. Tschüss, Dino und Dina. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Dino. Hallo, Dina. Wow, ihr habt euch ja schon beide für Halloween verkleidet. Heute sind eine Menge Geister unterwegs. Habt ihr Lust, sie euch anzuschauen? Großartig. Auf geht's.
Schaut in den Himmel, Leute. Mal schauen, wie viele Geister unterwegs sind heute. Eins. Zwei. Drei. Ich bin sicher, da sind noch andere Geister. Lasst uns auf den Hügel klettern und nach ihnen suchen. Nur keine Eile. Es ist doch kein Wettrennen, Leute. Könnt ihr Geister entdecken? Vier. Fünf. Sechs. Gut gemacht, Dino und Dina. Ihr habt heute so viele Zahlen gelernt. Könnt ihr euch noch an sie erinnern? Das ist richtig, Dino. Ihr habt die Zahlen 1, 2 und 3 gelernt. Ja, Dina. Und 4, 5 und 6. Ihr habt euch beide eine kleine Überraschung verdient. Fröhliches Halloween, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo Dino, hallo Dina. Fröhliches Halloween. Habt ihr Lust, etwas Neues zu lernen, um zu feiern? Sollen wir am Dino-Rad drehen und herausfinden, was wir heute lernen? Mal schauen, wo das Dino-Rad anhält. Das ist das Farbenfeld. Was kommt als nächstes? Gesichter schminken. Im Park. Ihr werdet beim Gesichterschminken im Park lernen, wie man unterschiedliche Farben macht. Seid ihr bereit, für Halloween geschminkt zu werden? Möchtest du als erstes geschminkt werden, Dino? Dina kann dich schminken. Als erstes müssen wir Dinos Gesicht grün schminken. Schauen wir mal unsere Farben an. Rot, gelb, blau. Das ist schon okay, Dina. Ich zeige dir, wie man grüne Schminke macht. Nimm etwas blaue Schminke und mische sie mit etwas gelber Schminke. Das ergibt grün. Jetzt schminke damit Dinos Gesicht. Du siehst großartig aus, Dino. Jetzt muss lila Schminke um die Augen. Du kannst keine lila Schminke entdecken? Das ist schon in Ordnung. Wir können lila Schminke machen. Nimm etwas von der roten Schminke und misch sie mit etwas blauer Schminke. Jetzt haben wir lila. Und ein paar schwarze Linien für Narben. Irgendeine Idee, wer du bist, Dino? Du bist Frankensteins Monster. Jetzt bist du an der Reihe, Dina. Dino kann dich anmalen. Als erstes müssen wir Dinas Gesicht orange schminken. Haben wir orange Schminke? Ist schon okay, Dino. Ich zeig dir, wie du orange Schminke bekommst. Nimm etwas rote Schminke und mische sie mit gelber Schminke. Das ergibt orange. Jetzt kommt ein grüner Stängel dazu. Lass uns noch etwas grün mischen. Noch ein paar letzte Striche. Ein schwarzes Lächeln und schwarz um die Augen. Irgendeine Idee, als was du geschminkt bist, Dina? Du bist ein Kürbis. Sollen wir die Farben nochmal durchgehen? Man mischt gelb und blau für grün. Man mischt rot und gelb für orange. Man mischt blau und rot für lila. Hat das Farbenmischen Spaß gemacht? Großartig! Bis zum nächsten Mal, Dina! Bis zum nächsten Mal, Dino! Hallo, Dino! Wie geht es dir?
Hast du Lust, heute etwas Neues zu lernen? Großartig! Naja, du weißt, was zu tun ist. Drück das Dino-Rad und wir sehen, worüber wir heute etwas lernen werden. Schau, es ist das Farbenfeld. Mal schauen, was als nächstes anhält. Wir feiern den Frauentag. Ich frage mich, wo? Ich glaube, ich weiß, was das heißt. Wir feiern den Frauentag im Park und werden Farben lernen. Dino, hast du Lust, beim Geschenke einpacken für den Frauentag Farben zu lernen? Als erstes brauchen wir unsere Geschenke. Schau mal, Einwickelpapier. Eine Schleife und Klebeband. Auf geht's in den Park. Mal schauen, welche Farben wir lernen können. Bereit? Aha. Bist du bereit, dein Geschenk einzupacken? Aha. Okay, fangen wir an. Dino, tu die braune Schachtel in die Mitte des lilanen Geschenkpapiers. Hervorragend, Dino. Jetzt musst du die braune Box mit dem lilanen Geschenkpapier einpacken. Perfekt, Dino. Jetzt musst du das Geschenk mit dem gelben Klebestreifen zukleben. Fantastisch! Und jetzt tu die rosa Schleife auf dein Geschenk. Klasse, Dino! Du hast ein Geschenk eingepackt. Du hast heute viele Farben gelernt. Weißt du noch, welche das waren? Das ist richtig, Dino. Du hast die Farben lila, braun und gelb und rosa gelernt. Dein Geschenk ist für Dina. Fröhlichen Frauentag, Dina. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Dino. Hast du Lust, etwas zu lernen und Domino zu spielen? Großartig, dann fangen wir an. Schau, Dino, die roten Dominosteine formen den Buchstaben A. Großartig, mal schauen, was wir noch für Formen entdecken können. Die grünen Dominosteine formen den Buchstaben B. Großartig. Sollen wir weitermachen? Schau, Dino, da sind blaue Dominosteine. Schau, Dino, sie formen eine blaue Wolke. Großartig. Mal sehen, welche anderen Formen wir entdecken können. Siehst du, Dino? Da sind gelbe Dominosteine. Schau, Dino, sie formen eine gelbe Sonne.
Hervorragend, Dino. Was? Wir haben alle Dominosteine gefunden. Sollen wir es wiederholen? Aha. Roter Buchstabe A. Grüner Buchstabe B. Blaue Wolke. Gelbe Sonne. Tschüss, Dino. Tschüss, Freunde. Wir sehen uns. Hallo, Dino. Hallo, Dina. Wie geht es euch? Habt ihr Lust, heute etwas Neues zu lernen? Großartig. Naja, ihr wisst, was zu tun ist. Drückt das Dino-Rad und wir werden sehen, was wir heute lernen werden. Schaut, es ist das Farbenfeld. Mal schauen, was als nächstes anhält. Wir machen ein Süßigkeitengesicht. Ich frage mich, wo. Ich glaube, ich weiß, was das heißt. Wir spielen verrücktes Süßigkeitengesicht im Park. Dino, Dina, habt ihr Lust, Farben auf einem Süßigkeitengesicht zu lernen? Fantastisch. Als erstes brauchen wir unsere Farben. Schaut mal. Lustige rosa Zähne für Dino und eine gelbe Ananasnase für Dina. Oh. Auf geht's in den Park. Mal schauen, was für Farben wir lernen können. Bereit? Seid ihr bereit, ein verrücktes grünes Gesicht zu machen? Okay, fangen wir an. Dino, tu deine rosa lustigen Zähne auf das grüne Gesicht. Hervorragend, Dino. Du hast deine rosa lustigen Zähne auf das grüne Gesicht getan. Jetzt bist du an der Reihe, Dina. Jetzt tu deine gelbe Ananasnase auf das grüne Gesicht. Gut gemacht, Dina. Das grüne Gesicht hat jetzt eine gelbe Ananasnase. Okay, Leute, sollen wir weiterspielen? Okay, Dino. Du nimmst eine schwarze Gelee-Bohne als Auge und Dina, du nimmst auch eine schwarze Gelee-Bohne als Auge. Du möchtest die Süßigkeit essen, Dino? Natürlich, wenn ihr das Gesicht fertig habt. Okay, Dino und Dina, tut eure schwarzen Gelee-Bohnen-Augen auf das Gesicht. Perfekt. Gut gemacht, Leute. Ihr habt heute so viele Farben gelernt. Wisst ihr noch, welche das waren? Das ist richtig, Dino. Ihr habt die Farben grün und rosa. Ja, Dina. Und gelb und schwarz gelernt. Was meinst du, Dino? Ob ihr jetzt die Süßigkeiten haben könnt? Natürlich könnt ihr das. Genießt eure Süßigkeiten, Dino und Dina. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo Dino, hallo Dina, wie geht es euch? Habt ihr Lust, heute etwas Neues zu lernen? Großartig. Naja, ihr wisst, was zu tun ist. Drückt das Dino-Rad und wir werden sehen, was wir heute lernen werden. Schaut, es ist das Zahlenfeld. Mal schauen, was als nächstes anhält. Wir werden mit einem Football spielen. Ich frage mich, wo? Ich weiß, ich glaube, was das heißt. Wir werden im Park Football spielen, um Zahlen zu lernen. Dina, Dino, habt ihr Lust, auf einer Super Bowl-Tafel Zahlen zu lernen? Haha, fantastisch! Als erstes brauchen wir unsere Footballs. Schaut, ein Football mit der Zahl 0 für Dino und ein Football mit der Zahl 1 für Dina. Gehen wir in den Park und schauen wir, welche Zahlen wir lernen können. Bereit? Schaut, Dino und Dina, wir werden unsere nummerierten Footballs auf die Super Bowl-Tafel tun. Seid ihr bereit, eure erste Zahl zu lernen, Dinosaurier? Okay, dann lassen wir das Spiel beginnen. Hervorragend, Dino. Die Zahl 0 ist auf deinem Football und auch auf der Super Bowl-Tafel. Jetzt bist du an der Reihe, Dina. Gut gemacht, Dina.
Die Zahl 1 ist auf deinem Football und auch auf der Super Bowl-Tafel. Okay, Leute, sollen wir noch einmal spielen? Okay, spielen wir. Okay, Dino, du hast eine 2 auf deinem Football und Dina, du hast eine 3 auf deinem Football. Gut gemacht, Dino und Dina. Ihr habt heute so viele Zahlen gelernt. Könnt ihr euch noch erinnern, welche das waren? Das ist richtig, Dino. Ihr habt die Zahlen 0, 1 und... Ja, Dina. Und 2 und 3 gelernt. Klasse gemacht, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.